Kleine Unfälle im Alltag. Lesung 5796. Guten Morgen, Meister. Ich studiere den Jong Bob nun schon seit einiger Zeit und so begann ich über meine Widersprüche nachzudenken. Oft passieren mir tagsüber kleine Unfälle. Es sind nur Kratzer, ein paar blaue Flecken und sonst nichts. Soll ich über die widersprüchlichen Verhaltensweisen meiner Vergangenheit nachdenken? Oder sollte ich meinen Glücksstern danken, dass ich doch Glück hatte? Was wäre in diesen Fällen die konsequente Haltung? Danke. Wenn Sie abgelenkt sind, passieren diese Dinge. Diese Vorfälle sind einfach Unaufmerksamkeit. Da die Qualität Ihrer Energie noch gering ist, ist die Koordination Ihrer Bewegungen nicht perfekt. Es ist keine falsche Sache, die in der Vergangenheit begangen wurde, sondern nur unaufmerksames Verhalten. Und anstatt über die Fehler nachzudenken, konzentrierst du dich auf deine mangelnde Aufmerksamkeit. Was ihnen passiert, ist immer noch ein Signal, um sie in Zukunft vor noch mehr Schaden zu bewahren. Achten Sie mehr auf das, was Sie tun, und diese kleinen Probleme werden verschwinden. Auf der anderen Seite, wenn Sie in der Vergangenheit Fehler gemacht hätten, wäre es keine Kleinigkeit, was auf Sie zukommen würde. Du könntest zum Beispiel jemandem begegnen, der unangenehme Worte über dich verschüttet, und diese Dinge verletzen die Seele. Die trübe Energie dieser Worte wirkt sich direkt auf die Seele aus. In solchen Fällen denken Sie vielleicht, dass das, was passiert ist, auf einen Fehler in Ihrer Vergangenheit zurückzuführen ist. Natürlich ist es am einfachsten, den Abgesandten für die schlechten Worte die Schuld zu geben, aber es wäre konsequent, über die Fehler nachzudenken, die sie gemacht haben. Die Natur bestraft dich nicht beim ersten Fehler, sondern wartet darauf, dass du deinen Weg änderst. Wenn sie stattdessen weiterhin schlecht über diejenigen sprechen, die sie verletzt haben, können sie eine laute Ohrfeige, mehr böse Worte als beim ersten Mal oder einen Autounfall und sogar Krebs bekommen. Seien Sie sich also des wahren Grundes bewusst, warum Ihnen Unglück widerfährt.